Sebastian. Hallo. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal vor. Also ich bin Sebastian, bin 37 Jahre alt, spiele seit 10 Jahren beim ESC, habe noch einen kleinen Jungen mit 12 Jahren und spiele seit 7 Jahren auch hier im Verein. Jo. Gegen Kruge war dein erstes Spiel nach deinem Urlaub. Wie lief es für dich? War sehr anstrengend, weil halt auch der Urlaub sehr lange war. Ich war 14 Tage in Kroatien. Ja, und man musste erstmal wieder reinfinden. Training fehlt halt auch. Und da halt Training machen in Kroatien war mir einfach zu heiß. Da kann ich mir vorstellen. Ja. Wie viel Grad hat er da? Ja, 36 Grad oder so. Ja, da will man auch keinen Sport machen. So, selbst ein Tor erzielen oder lieber den Ball auf der Linie klären? Lieber klären. Lieber klären, warum? Ja. Ich bin seit 30 Jahren Verteidiger und ist halt meine Aufgabe, halt hinten aufzuräumen. Ja. Alles klar. Hast du einen Gegner in dieser Saison, auf den du dich besonders freust? Eigentlich nicht. Für dich sind alle gleich. Alle gleiche Gegner, ja. Okay, weil Preußen 2 ist ja jetzt auch bei uns mit drin. Nö, da kennt man keinen mehr wie von früher, also alles gut. Alles klar. Welchen Stellenwert hat denn der Pokalspiel am Wochenende für dich? Für mich? Na, wenn ich halt so lange raus war erstmal. Ich muss erstmal selber wieder in Form kommen. Wer weiß, ob ich überhaupt spiele am Wochenende. Ja. Alles klar. Und welche Ziele hast du dir für die Saison gestellt? Ziele? Einstellung Tabellenplatz. 6 und 7 Platz. Gibt Wort? Ja, das war die Wissen, ja. Alles klar. Super, dann danke ich dir, dass du mir die Fragen beantwortet hast. Ja, dann sehen wir uns die Saison sicherlich noch mit der einen oder anderen Ja, bitte.